Eisenfeldspäne, aber nicht auf den Magneten, sondern da nimmt man dieses Plastik und ein Magnet, oben Späne drauf. Ohne Plastik kann man auch mit so einem Papier machen, aber wenn die Späne auf dem Magnet ist, kriegt man es nicht mehr gescheit weg. So kann man einen mit diesem Mikrofilkasten einen Hufeisenmagneten simulieren, wieder drunter legen, oben ist das Plastik drauf und dann Eisenfeldspäne und das Magnetfeldlinien anschauen. Wenn man dieses umdrehtes Plastik, kann man hier, ja, hier ist Nord, hier ist Süd, auch mal da oben so ganz interessante Feldlinien anschauen. Und jetzt habe ich hier Nord-Nord. Das Eisen ist nur dazu da, dass es nicht umfällt. Ich habe die nicht verbunden, das mögen die nicht. Und jetzt auch wieder Feldlinien und Süd-Süd, auch wieder Feldlinien. Und man sieht hier schön, wie die Plastik, wie das so umgedreht ist, damit man da unten schön arbeiten kann. Genau. Wichtig ist, wenn man die wieder einbaut, dann müssen die Feldlinien, ja, Nord, Süd, die müssen so im Kreis laufen, sonst werden die schwächer.